So, dann würde ich sagen, beginne ich hier. Der Grundstein meines Hauses ist gelegt. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Paradise. Sie haben wie so ein Auto. Paradise. Ja, ich bin vorhin schon mal auf dem Server gewesen, bin jetzt wieder in der normalen Welt. Ich weiß nicht, wie weit ich überhaupt den zweiten Teil aufgenommen hatte. Wieder ein bisschen auf die Zeit achten, okay. Und grundsätzlich ist irgendwie immer, wenn ich auf den Server komme, Nacht. Das ist ein bisschen ungünstig gewesen. Ich kann euch ja ungefähr mal demonstrieren, inwiefern das ungünstig ist. Tada! Ja, ich habe übrigens eine Goldrüstung, die hat vorhin ein Zombie gedroppt. Ja, das schützt mich zumindest so ein kleines bisschen. Das Problem ist, hier wimmelt es nur so von Monstern. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass sich hier so ein bisschen was verändert hat. Ich bin nicht direkt am Spawn, muss ich zugeben. Der ist irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo hier, da ist der Spawn. Hier ist auch wieder das Schild in die Farmwelt. Und hier hat sich ein bisschen was getan, und zwar haben oh Scheiße. Ah, ich kann das auch. Hör auf damit. Dankeschön. Ah, jetzt habe ich mein Pfeil verschossen. Ah, ist egal. Mein Schwert ist gerade kaputt gegangen, deswegen muss ich mich jetzt mit dem Bogen ein bisschen begnügen. Ich hoffe, der geht so schnell nicht kaputt. Hier hat sich ein bisschen was getan, und zwar haben die Jungs angefangen, hier zu bauen in der normalen Welt. Und demnach kann ich mich jetzt so ein kleines bisschen daran orientieren, wo sie hingebaut haben. Und kann dann selber eventuell auch endlich mit meinem Häuschen anfangen. Das große Problem, das ich im Moment nur habe, ist folgendes. Sterbt. Ich wollte nur meinen Fall nicht verschwenden. Stirb. Oh Gott, Gott, Gott. Ich hasse Creeper. Nichts schlimmer als Creeper, ey. Nur weil ich beim ersten Mal durch einen gestorben bin. Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist ja schön und gut, dass man sich hier, oh mein Gott, es geht mein Bogen bestimmt kaputt an dem Vieh. Ja, oh mein Gott, seht ihr? Ich habe einfach, nein, ich werde sterben. Oh Gott, ich werde sterben. Oh. Das Problem ist einfach, es ist eine schöne, gute Regelung, dass man hier seine Türen sichern kann. Es ist nur scheiße für alle, die noch kein Haus haben. Weil ich würde mich super gerne in eins der Häuser reinretten. Aber ich kann nicht, weil die Türen gesichert sind. Aua! Oh fuck, Mann, ich werde sterben. Das ist ganz, ganz böse. Nein! Oh fuck! Es ist eine ja, sorry Jungs, aber es ist eine Scheißregelung, dass wir die Türen sichern. Weil ich will, so ein bisschen Vertrauen gehört, glaube ich, auch dazu. Ich will gar nicht wirklich an eure Kisten oder sowas ran, aber ich will einfach nur in das Haus rein, damit ich da drin sicher pennen kann. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll gewesen, weil jetzt... Ich komme wahrscheinlich nicht mal an meine Sachen ran, weil hier so furchtbar viele Monster sind. Das ist einfach unglaublich. Ja, hier, da kommen schon wieder die Nächsten. Die hängen alle um meine Sachen herum. Alter. Los, gib mir mein Zeug. Da ist bestimmt noch mehr. Ah. Ja, natürlich. Meine Kohle. Gib mir meine Kohle. Verdammt, noch eins. Oh, ich bin schon wieder fast tot, weißt du? Ist ja auch kein Wunder, wenn hier ständig jemand stirbt. Das ist auf hart gestellt und ich habe momentan noch kein Haus. Ich habe noch keine Möglichkeit, mich irgendwo zu retten. Jetzt wird es zum Glück gerade Tag, aber die Spinnen, die verbrennen ja auch nicht. Die rennen mir mega schnell hinterher. Und die werden aber einfach auch, die verbrennen ja nicht bei Tag. Das ist irgendwie alles blöd. Oh Gott, es sind so viele. Da ist noch einer. Und ich habe kein Schwert. Ich hab keine Waffe, Mann. Ich hab nichts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich rette mich jetzt einfach hier hoch. So, da, hier oben. Oh Gott, die können mir ja hinterherkommen. Ich komm her, ich schlag dich jetzt mit Schinken. Komm her. Traust du dich? Komm her. Ah. Oh Gott. So, hier rüber können sie nicht. Punkt. Haha. So. Ich habe mir jetzt... Was? Wie zum Henker macht ihr das? Das ist nicht fair. Haut ab. Haut ab. Die können Wände hochlaufen, die Säcke. Warum können die Wände hochlaufen?
Und warum verbrennen die eigentlich nicht? Ist das wegen der Rüstung? Das ist fies. Ich würde gerne meinen Bogen ausrüsten. Fall doch einfach mal runter. Danke. Heiliger. Stirbst du jetzt endlich mal? Stirb doch. Hau ab, hau ab. Danke. Meine Güte. Okay, also nochmal. Es ist, meine Kohle habe ich jetzt gar nicht eingesammelt. Ah. Warum habe ich meine... Ach, weil ich den Scheiß hier eingesammelt habe. Mist. Okay, zumindest habe ich vollen Hunger. Gib mir meine Kohle, verdammt. Also, wie schon gesagt, es ist eine bescheidene Regelung, dass man die Türen sichern kann. Ich meine, klar möchte man keinen Fremden in seinem Haus haben, aber gerade so am Anfang, wo man sich eigentlich ganz gerne schützen möchte und ohne ein Haus das halt noch nicht kann, wäre es wundervoll, wenn ich in eins der Häuser rein könnte. Ich habe schon überlegt vorhin, ob ich nicht einfach von oben in eins der Häuser reinspringe. Das Problem ist, da komme ich nicht mehr raus, weil die Tür ja wie gesagt gesichert ist. Ja, ist alles irgendwie komisch. So, jetzt, was ich eigentlich tun wollte, ist mir ein Schwert machen. Ich wollte mir ein Schwert machen, weil das ist wichtig. Ich muss irgendwie überleben, Leute. Überleben möchte ich. Ja. Warte mal, Kacke weg hier. Gib mir meine Workbench. Das braucht keiner. So. Ich würde mir jetzt ganz gerne mal so einen Überblick verschaffen. Ich kann einfach nicht von oben wirklich sehen, wie das hier aufgebaut ist. Deswegen ist das ein bisschen schwierig, sich hier ein... Mist. Sich hier ein Plätzchen zu suchen, wo man bauen kann. Oder möchte. Oder so. Also ich habe jetzt... da vorne ist der Spawn. Und dann ist hier halt direkt so ein Fluss. Hier ist das Haus von... Wie heißt der? Desperion, glaube ich. Ist er das? Also auf jeden Fall Robin. Da ist das Häuschen von Captain Lucky. Und irgendwo da hinten ist noch ein anderes Häuschen. Ja. Ich hatte jetzt überlegt, einfach hier hinter... So hinter Robins Haus zu bauen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich wollte halt nicht so direkt hier am Wasser bauen. Obwohl, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, nein, ist blöd. Also direkt am Wasser ist, glaube ich, irgendwie blöd. Ich weiß halt auch nicht, wie groß die Stadt, beziehungsweise das Dorf oder was auch immer wir hier bauen wollen, wie groß das halt werden soll. Deswegen, ich bin halt groß am Hin und Her überlegen, wo ich jetzt hinbauen soll. Ich will das halt nicht einfach irgendwo hinsetzen und bin dann später mit dem Platz nicht mehr zufrieden. Versteht ihr? So irgendwie mein Dilemma. Ich will aber jetzt in dieser Folge zumindest den Grundstein setzen. Ich gehe mal ganz kurz zu dem anderen Häuschen hier rüber. Von wem ist das denn? Steht das hier schon irgendwo? Oh. Ah, hier wurde auch weitergebaut. Oh, das ist die Haustür. Kleinen Moment. Okay, wieder da. Hat sich, glaube ich, erledigt. War irgendwie keiner mehr da. Klingelstreich. was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal, ob ich hier auf das Häuschen drauf komme wenigstens. Dass ich mir so einen kleinen Überblick hier verschaffen kann. Okay, viel mehr Überblick als vorher habe ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, ob wir jetzt irgendwo noch was in die Mitte bauen wollten. Also hier so Mitte, burgenmäßig, keine Ahnung. Und ich weiß halt auch nicht, wo diese gemeinnützigen Gebäude hin sollten. Deshalb, ich denke mal, ich suche mir das Plätzchen da hinten irgendwo hinter Desperion aus. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Also wem hier das Häuschen gehört, habe ich glaube ich noch gar nicht rausgefunden. Hier ist kein Schild dran, nichts. Aber es ist hübsch. Es hat zumindest ein sehr hübsches Dach. Und ich gehe einfach mal stark davon aus, dass das der dritte im Bunde ist. Von dem, ich glaube, Erik heißt er. Ich kenne immer nur die normalen Namen, ich kenne die YouTube-Namen noch nicht. Abgesehen von Captain Lucky.
Okay, wie gesagt, das hier ist sein Haus. Das von. Sorry, ich habe gerade deinen normalen Namen vergessen. Irgendwie, ich arbeite jetzt nur noch mit YouTube-Namen. Punkt. Steht auch, glaube ich, irgendwo. Oder stand mal irgendwo, dass das sein Haus ist. Und wie gesagt, ich suche mir jetzt einfach hier das Plätzchen aus. Hier hinten, so, da. So, das hier. Das finde ich ganz hübsch. Und man kann ja 30 mal 30 kann man sich ja hier so ein Plätzchen suchen. Ich finde 30 mal 30 ist auch ein bisschen hart. Also es ist sehr groß. Ich glaube nicht, dass ich das alles verwenden werde. Ich werde einfach erstmal ein kleineres Häuschen bauen. So. Ja. Ja, doch. Doch, hier unten. Das finde ich ganz hübsch. Ich denke mal, ich ebne das Ganze noch ein bisschen. Vielleicht gehe ich auch hier so da in diesen Bereich rein. Muss ich nur ein paar Bäume fällen. Und muss dann mal gucken. Ich hoffe, ich bin nicht zu nah an ihm dran. Glaube ich aber eigentlich nicht. Und dann haben wir hier wie so ein Halbkreis schon fast sozusagen. Okay, wieder auf die Zeit achten. Ich war 25, habe ich angefangen. Es sind jetzt 10 Minuten, 13 Minuten ungefähr. Ich kann leider nie auf meinem Aufnahmeprogramm sehen, wie lange ich schon aufnehme, oder? Kann ich das? Nein. Ist egal. Ja. Ich würde dann einfach schon mal anfangen, hier die ganzen. Wo ist meine Axt? Axt. Da ist sie. Würde ich einfach schon mal anfangen, hier so ein paar Bäumchen zu fällen. Wo gehe ich denn am besten hin? Hier. So. Dann kann ich mir hier so ein bisschen so ein Plätzchen suchen. Oh, es sind so viele Bäume, die hier stehen, kann das sein? Ist natürlich ungünstig, dass ich jetzt hier so viele Bäume dann fällen muss, weil es immer hieß von wegen, wir sollten die Natur möglichst erhalten. Aber ich kann ja danach auch um mein Haus werde ich auch wieder Bäume pflanzen, so ist das nicht. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich die ja sogar lassen. Dann kann ich hier. Ah, dann. Ah, das Saplings sammeln ist im Moment noch nicht, weil ich noch nicht genug Platz in meinem Inventar habe. Ich habe auch gehört, beziehungsweise mitbekommen in der letzten Folge von Captain Lucky, ihr könnt ja unten in der Videobeschreibung gerne auch seinen Kanal vorbeischauen. Er hat mittlerweile schon die dritte Folge hochgeladen, also wie gesagt, hat er auch schon da gezeigt, wie er mit seinem Häuschen begonnen hat. Okay, der muss aber definitiv weg. Und. Schaf. Nein, ich töte keine Schafe. Ich bin kein Schlechter. So, die hier müssen definitiv auch noch weg. Ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, dann habe ich noch ein bisschen an Holz. Wie gesagt, die haben auch schon jetzt eine Folge aufgenommen, wo sie gebaut haben. Könnt ihr ja auch gerne mal vorbeischauen. Da habe ich übrigens erfahren, dass man in der Farmwelt im besten Fall keine Kisten setzen sollte. Und zumindest keine Kisten setzen. Wenn man sich ausloggt, weil die Farmwelt soll ja immer so einmal pro Woche resettet werden. Also dass sie quasi wieder so aufgebaut ist, wie sie es auch vorher war, damit man wieder neu farmen kann. Und wenn das passiert, während von einem die Kisten noch da stehen, ist das, glaube ich, nicht gut. Gehe ich immer stark von aus. Okay, ich guck mal, ich glaube, das reicht eigentlich auch schon. So halbwegs. Ich wollte ja mit einem. Ja, jetzt ist auch meine Axt kaputt. Schau's da an. Ich wollte ja auch erstmal nur mit so einem. Ja, doch, das reicht. Vielleicht muss der da hinten noch weg. Hier, der da. Da, da. Der hier. Den kloppe ich jetzt einfach mit der Hand weg. Keinen großen Bock, jetzt extra eine neue Axt für den einen Baum zu machen. Ich bin mir sicher, dass ich noch mehr Holz brauche. So ist es nicht. Aber. Die anderen Jungs. Also ich weiß zumindest von Captain Lucky, dass er einen Shader installiert hat und dass er jetzt Minecraft immer mit dem Shader aufnimmt, beziehungsweise dass seine Folgen immer mit Shader untermalt sind sozusagen, keine Ahnung. Problem, das ich habe, ist natürlich jetzt, dass ich momentan nicht die Möglichkeit habe, einen Shader zu benutzen, weil Grafikprobleme und so, ihr wisst schon. Gras, weg, weg, weg.
Ach, es wird jetzt schon wieder dunkel. Wollte ich mich eigentlich flachsen? Oh, dieses Mal mache ich aber nicht denselben Fehler. Ich lege mich einfach sofort hin. Ich habe nämlich immer noch. Doch, jetzt habe ich ein Schwert. Oh, komm schon. Stirb, 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 stirb. Damit ich mich hinlegen und schlafen kann. Nein. Oh Gott, es geht schon wieder los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schnauze! Verschwindet! Geht weg von meinem Bett! Geht weg von meinem Bett! Nein, haut ab! Haut ab! Haut ab! Aua! Haha! Kleiner Zombie, kleiner Zombie, kleiner Zombie! Hilfe! Nein! Ah, nein, 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 oh mein Gott. Da kommt ein Zombie, da kommt ein Zombie. Hieß es nicht eigentlich, ich kann nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind? Oh Gott, ein halbes Herz. Ein halbes Herz, ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Scheiße. Das Problem ist natürlich auch, dass die Monster ja nicht verbrennen, wenn überall Bäume stehen. Das heißt, wir haben im Moment einfach das Problem. Beziehungsweise ich habe im Moment einfach das Problem. Gib mir mein Bett übrigens wieder. Ich kann dich im Moment nicht gebrauchen. Ich will mein Bett wieder haben. So, danke. Okay. Erstmal ein bisschen recken. Ein bisschen leben. Ich will leben. Oh Gott. Es ist sehr aufregend, muss ich sagen. Da liegen Gehirne und jede Menge kleine Bäume. Okay, dann setze ich mir aber hier auf jeden Fall schon mal eine Kiste hin. Wo ist denn meine Kiste? Da ist meine Kiste. Nein, geh weg. Kann ich hier schon mal meinen wichtigsten Stuff reinpacken? Mein Essen? Ich habe übrigens zwei Kürbisse gefunden. Warum ich den auch immer mitnehme, keine Ahnung. Eine Perle. Essen brauche ich ja noch. Den Bogen. Weizen brauche ich im Moment auch noch nicht. Muss ich erstmal ein Feld anschaffen hier. Okay. Ich denke, dann kann ich jetzt auch mal hier den ganzen Stuff einsammeln. Und noch die Monster hier abschlachten, die hier mein leibliches Wohlergehen stören, gefährden. Was auch immer. Da ist noch Gehirn. Gib mir das Gehirn. Ach, da waren noch Experience-Punkte. Ups. Haha, ich habe ihn einfach in das Licht geschubst. So. Jetzt habe ich hier zumindest schon mal so eine freie Fläche, auf der ich bauen kann. Das ist doch ganz schön. Nein, nicht mit dem Schwert. Das ist keine gute Idee. Das geht noch kaputt. So. Ich habe mir vorgenommen, ein Holzhaus zu bauen. Und möglichst ein Haus, das ja eigentlich nur aus Holz besteht. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken, welches Holz ich schöner finde. Ja, ich weiß nicht. Hier sind die Texturen noch irgendwie nicht so wirklich. Wobei das eigentlich. Also ich würde sagen, ich benutze das und nehme das so für Highlights. So. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Auf jeden Fall benutze ich auf jeden Fall das Eichenholz, um mein Haus zu bauen und eventuell. Ich wollte auch auf jeden Fall mit dem Rohholz arbeiten, weil das sieht einfach schön aus. So, dann würde ich sagen, beginne ich hier. Der Grundstein meines Hauses ist gelegt. So, und dann habe ich auch schon meine 20 Minuten voll. Ich werde dann ab hier jetzt sozusagen beginnen, mein Häuschen zu bauen. Wie gesagt, 30 mal 30 habe ich eigentlich, werde ich aber definitiv nicht nutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ja auch hier kein 30 mal 30 Feld ist. Das ist ja auch Blödsinn. Ja, mal schauen. Ich denke mal, hier mache ich meine Tür hin. Irgendwo hier. Sollte, wenn möglich, auch so ein bisschen symmetrisch sein. Ich glaube, es wird erstmal ein kleineres Hütchen. Ich will einfach nur erstmal irgendwas haben, wo ich mich verstecken und wo ich mein Bett hinbauen kann.
So, das wäre mir schon mal ganz lieb. So, kleine Blockhütte. Wie gesagt, der Grundstein meines Hauses, die Grundbalken meines Hauses sind gelegt. Damit habe ich jetzt zumindest ein Plätzchen gefunden, wo ich bauen kann und wo ich bauen möchte. Dann kann ich das jetzt hier auch anfangen. Das freute mich wahnsinnig. Ich werde dann natürlich meine Kiste auch irgendwo hier hinstellen. So. Bergbank und mein Bett. So. Es ist nicht schön, aber selten. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass die nächsten Folgen dann, also es wird mit Sicherheit in dieser Woche noch eine Folge kommen. Am Samstag habe ich eventuell einmal Frühdienst. Das heißt, ich könnte vielleicht auch schon einmal eine Folge mit einem der Jungs aufnehmen. Das könnte dann eventuell klappen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr es hier weiter verfolgt. Und vor allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Jetzt geht es endlich richtig los mit dem Projekt und nicht nur mit Farm. Ist ja auch langweilig. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Links zu den anderen Jungs. Schaut bei denen auch gerne mal vorbei. Die haben auch sehr interessante Videos aufgenommen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.